So, da, Ladies and Gentlemen. Wir sind wieder da. Wieso sage ich eigentlich immer, wir sind wieder da? Und wir spielen heute. Ich bin wieder da. Ich spiele heute wieder Call of Duty. Und ich habe mir überlegt, ich tue ein bisschen, also 1, 2 Stunden Quickscopen. Ist immer ganz lustig. Ja. Machen wir einfach mal. Muss man nur schnell kurz einrichten. Ihr kennt das ja alle schon von mir. Einfach nur um zu kontrollieren, ob der Stream mal läuft, weil das funktioniert bei mir nicht immer so ganz gut. I'm not a Profi. Okay, das passt. Gut, gehen wir so und spielen mal ein bisschen. Probieren wir es erstmal wieder mit Hardcore. Ah. Shipment Money. Wenn das noch gibt, ja. Es ist immer so ungut, nicht zu wissen, gibt Shipment jetzt noch oder gibt es das nicht? Und das, dieses Doppel-XP-Event, dass ich gar nichts davon habe, mal, das regt mich so auf, Mann. Ja, aber egal. Wurscht. Ist ein neues Spiel. Aber ich hätte mir halt gefreut, wenn ich auch was davon gehabt hätte. Doppel XP Wochenende. News Live. Nadia, stay. Was ist das für? Okay. Ich freue mich ja schon, wenn ich Rank 666 habe. Ich glaube, dann höre ich auf dem Spielen. Ja. Ah, Musik haben wir ja, genau. Chefkoch. Wieso zusammen? Chefkoch, ich habe vor 10 Sekunden zum Streamen angefangen. Du schreist schon Hallo alle zusammen. Ich bin nicht Monte, dass nach 10 Sekunden wirklich schon 20 Leute da sind. Aber danke, dass du daran glaubst, dass das so ist. Wie geht's dir, Chefkoch? Alles gut mit dir? Wie geht's der Twitch-Karriere deines Bruders überhaupt? What the heck? Ich bin ja echt neugierig, ob ich irgendwann mal vier oder sechs Leute zusammenkriege, um eine private Runde Shipment zu spielen. Ja, mir geht's gut. Ich war ja heute Vormittag schon kurz online, weil der Hund 2 Stunden bei mir war. Dann in der Früh habe ich einen Termin gehabt. Übermorgen habe ich ein Vorstellungsgespräch, ganz ein wichtiges. Da kann ich dann vielleicht gleich anfangen. Das wäre ganz cool. Bis jetzt schaut alles positiv aus. Nur, dass die Arbeit eine halbe Stunde jeden Tag mit dem Auto zum Fahren ist. Das halt ein bisschen weit ist, aber okay, ich muss ja nicht ewig dort bleiben. Ja. Bei den 2 Scharfschützengewehren habe ich jetzt die Waffenmeisterung in Aschenbold abgeschlossen, das heißt die 1000 Abschüsse. What the heck? Dankeschön. Schauen wir mal, wie es wird. Ich meine, rein theoretisch hätte ich ja nichts dagegen, einen Monat arbeitslos zu sein, aber will ich eigentlich nicht. Ich kriege jetzt noch bis zum Ende des Monats von meiner Firma gezahlt, weil ich ja freigestellt bin. Das heißt, ich muss bis Ende des Monats eine Arbeit haben, sonst müsste ich mich arbeitslos melden, aber da habe ich keinen Bock drauf. Mag nicht wirklich mich arbeitslos melden müssen. Nichts tun habe ich jetzt eh schon lang genug kennen. Ist ein Mörserschlag unterwegs.
Gestern war Zilla da und meinte, gerade in dem Moment, wo ich total müde von Wandern gekommen bin, meinte, ob ich jetzt Lust hätte, eine private Shipment-Runde zu machen. Gerade in dem Moment, wo ich das Stream beende. Es war so short, aber sie hat gesagt, sie hat dann eh nicht mehr so lange gespielt irgendwie. Warst du da dabei bei dieser privaten Shipment-Runde? Ja, fuck. Jetzt spiele ich schon ewige Zeiten irgendwie Scharfschützen, Gewehre, Sniper. Irgendwann wird es langweilig. Ich wollte noch fragen, warst du gestern dabei bei dieser privaten Shipment-Runde von Xilla, weil sie ja zu mir ins Stream gekommen ist und gesagt hat, mich gefragt hat, ob ich Lust hätte auf eine private Shipment-Runde, aber ich war ja summiert vom Wandern gestern. Sie hat mir gerade in dem Moment gefragt, wo ich den Stream ausgemacht habe und eigentlich schlafen gehen wollte und deswegen habe ich dann nicht mehr mitgemacht. Was hat eh irgendwie gemeint, es war nicht lang, weil sie hat dann irgendeine schlechte Nachricht gekriegt oder irgendwas. Irgendwas mit dem Mut oder so, keine Ahnung. Weil ich habe gesagt, ich bin echt am Überlegen, ob ich irgendwann nochmal 4 oder 6 Leute zusammenkriege für eine private Shipment-Runde. Aber. Irgendwie habe ich so das Gefühl, es wird erst was, wenn ich irgendwie 1000 Follower habe oder so. Okay. Ja, sie hat irgendwas hat sie gesagt, irgendwas hat nicht gepasst gestern. Keine Ahnung. Ich will da auch nicht so sehr nachfragen oder so, weil ich bin zwar ein total neugieriger Mensch und ich sterbe vor Neugier, aber ich mag mich auch nicht in die Privatsphäre anderer Leute einmischen. Ich werde schon erzählen, wenn was Wichtiges ist. Das heißt, es hat leider nicht jeder Multiplayer. What the heck? Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, gell, dass der Multiplayer jetzt 1000 € kostet oder so, dass man da sparen muss. Ich meine, was kostet der Multiplayer? 50 € oder so? 60 €? Ich meine, ist schon viel Geld, schon, klar, aber die meisten Leute geben hier mehr vergiftete Subs aus als für ihr eigenes Spiel. Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Mal lieber ein gifted Multiplayer machen. Ja, ich weiß. Wasser und DMC und Wiederauferstehung, das ist alles kostenlos. Aber wer spielt denn das? Ich will jetzt nichts sagen. Wer spielt denn das, außer die Leute, die sich im Multiplayer nicht zurechtfinden? Die einfach zu langsam sind für Multiplayer. Ich spiele kein Wars und kein DMZ, weil ich einfach zu blöd bin dafür. Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, warum man ein Spiel spielt, wo man zuerst irgendwie seine Waffen suchen muss. Ja, wenn ich spiele, dass meine Waffen looten muss, dann ist das Spiel verpackt in meinen Augen. Und hat das einen ganz groben Fehler. Nämlich, dass ich meine Waffen nicht habe von Anfang an. Das ist ein Bug. Es ist kein Spiel, Spielfeature, sondern das ist ein Bug, wenn ich meine Waffen nicht habe von Anfang an. Und ich die erst suchen muss. Hallo? Wo sind wir denn? Ich kauf doch nicht ein Spiel, damit ich dann meine Waffen auch noch suchen muss. Man, sollte ja keiner was dafür, oder? Ja, ist ja wahr, irgendwie, keine Ahnung. Na, irgendwann, ich bin mir relativ sicher, sollte ich das auf die Reihe kriegen mit Arbeit und Streamen und Spielen gleichzeitig, was eigentlich nicht so schwer sein sollte, außer vielleicht mitten im Sommer, weil ich da ziemlich oft wandern gehe, da werde ich nicht so viel Zeit zum Streamen haben, wenn ich arbeite. Aber sollte ich das auf die Reihe kriegen und Call of Duty weiterspielen die nächsten Wochen, Monate, Jahre, werde ich sicher irgendwann mal auch Warzone oder DMZ irgend so ein komisches Game spielen. Keine Ahnung.
Er sagt zu mir, alles gut. Nein, nicht alles gut. Die Leute spielen Warzone und DMZ und nicht Multiplayer. Das ist nicht alles gut. Ich habe noch nicht mal das mit den Zonen kapiert. Also bitte. Warum es da Zonen gibt, für was die da sind, warum es die überhaupt gibt, was die für Bedeutung haben, warum die manchmal enger werden, manchmal stehen bleiben, keine Ahnung. Es gibt nicht mal ein Tutorial auf YouTube, wo Warzone für Anfänger irgendwie erklärt wird. Wir haben mal so ein Tutorial durchgelesen, Warzone und DMC für Anfänger, und ich habe die Hälfte nicht verstanden, weil die lauter Begriffe die verwendet haben, die ich sonst so nicht kenne. Ja, das weiß ich. Warum zieht sich das Gas zusammen? Warum? Was hat das für einen Grund? Was hat das für einen Sinn? Außer, dass das der Bereich, wo du spülen kannst, kleiner wird. Ich meine, da müsst ihr ja kein Gas machen. Da könnt ihr ja einfach irgendwie die Map kleiner machen. Aber das muss ja einen Grund haben, warum das Gas ist. Und wie und warum? Und wann die Zonen kleiner werden? Frag Activision. Du, kannst du dich erinnern? Hi Gauner. Cheffe, kannst du dich erinnern, wie ich immer fluch? Nein, ich bin nicht gemutet, Gauner. Weil Cheffe versteht mich. Wenn ich immer fluch, sage ich, hey Alter, ich habe die Activision-ID, ich krieg die Adresse raus, ich entführe dein Kotz. Das heißt, Activision hat von mir schon so viele Anfragen zu Adressen, Sozialversicherungsnummern und IBAN-Daten von ihren Spülern von mir gekriegt, und die sind, glaube ich, schon ein bisschen genervt von mir. Das Spiel ist ja so und so zu Ende, wenn der Letzte stirbt. Warum muss ich da noch eine Zone machen? Hä? Damit der andere sich nicht ewig auf der Map verstecken kann? Dann soll sie die Map einfach kleiner machen. Dann soll sie halt Warzone auf Shipment spielen. Das wäre cool. Warzone auf Shipment. 80 Leute auf Shipment. Bum, bum, bum. Balla, balla. Der Letzte, der stirbt, Nummer 1. Da wäre ich voll dabei. Und mit den Waffen, die man sich von vornherein schon holt. Hey, musst du dir vorstellen. 70 Leute auf Shipment. Hey. A-Granaten werfen, 20 Tote. What the heck, wie geil. Also, Warzone auf der Shipment-Map spielen, das wäre geil. Natürlich ohne Looten und ich glaube wirklich, dass dir noch jemand helfen kann. Okay, ja, okay, man. Glaube versetzt Berge, sagt man ja immer. Ah! Verstecken spielen. Nein, man müsste echt so die Map nicht kleiner machen lassen, sondern wenn die Leute eh schon sowas Langweiliges wie DMZ oder Warzone spielen, dann braucht man keine Zone nicht. Dann sollen sie den letzten Gegner ruhig über die ganze Map suchen die nächsten 3 Wochen. Keine Ahnung. Den Leuten, die Warzone spielen und DMZ spielen, ist es eh vollkommen egal, wie lange das Spiel dauert. Und ob du jetzt 5 Stunden vom Spawnpunkt zum nächsten Gegner rennen musst oder und nach 10 Stunden endlich deine Waffen hast und bevor die Waffen das erste Mal abfeuerst, dann gleich gekillt wirst. Also den Leuten ist das eh vollkommen egal irgendwie. Die bleiben eh so ganz ruhig. Die rennen da irgendwie stundenlang über die Map, kein Gegner, gar nichts, es passiert nichts. Oh, man weiß gar nicht, läuft das Stream noch oder ist das ein Video? Weil ich kenn so Schimpfen, hey, über Shipment und so. Hi Schoko und hi Körfe, dein Mädchen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe ja schon jemanden, der mitspielen würde in einer privaten Runde Shipment. Also Witch-Demon ist das. Witch-Demon, die hat eh letztens auch mitgespielt bei Xilla, glaube ich. Oder bei Martin, was jetzt kann er mal. Na, bei Cheffi hat sie mitgespielt, oder? Es lebt von dir, querfällt ein Mädchen, aber
Ja, ich mache das immer so spontan, weißt du, ich plane da nichts irgendwas. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt habe ich gerade eine Lust, so ein, zwei Stunden Zeit und Lust, weil ich schon einkaufen war, Shipment zu spielen. Und Shipment allein spielen ist langweilig, da keiner mit mir Shipment spielen mag. Stream ich halt Shipment, damit ich wenigstens jemanden zum Reden hab, wenn ich Shipment spiele. Mein Hund verwirrt das übrigens total, wenn ich beim Spielen war. Beim Streamen redet, da kommt dann immer zu mir und denkt, was ist los mit dir? Papa, mit wem redest du denn da? Ist ja keiner da? Was siehst du denn da schon wieder? Ja, mein Hund ist so lieb, echt schwere. Er ist einfach der Beste. Wie, du musst weg? Du bist ja noch gar nicht gekommen, oder? Oder bist du schon gekommen? Mann, du bist ja gerade erst kommen, so Mann. Wo musst du wieder weg? So wie ein Plappert. Scheiße. Nicht lachen, Chef. Ich habe jetzt echt verplappert. Das war jetzt nicht Absicht. Wo musst du schon wieder hinkörpern, dein Mädchen? Erzähl ruhig. Chef erledigt deine Probleme für dich. Dann kannst du da bleiben und zugucken. Oh, bis die Tage. What the heck? Weil sie geht gleich ein paar Tage weg. Okay. Aber die Party bei dir da haben. Okay. Musst noch die Bong auswaschen. Okay. Ich verstehe. Also, querfällt ein Mädchen, muss die Bong säubern. Die Party ist zu Ende. Verstehe. Das war bestimmt so eine ganz abartige, perverse SM-Party und sie muss jetzt die ganzen Peitschen vom Blut befreien und so und die Dornenfesseln irgendwie aufräumen, die Leichen vergraben, den Teppichklopfer vom Blut reinigen. Klopfer ist auch gut. Wie heißen die kleiner Feiglinge? Die habe ich immer gern getrunken, wo ich noch Alkohol getrunken habe. Im Moment trinke ich keine. Also selten Alkohol, mal vielleicht, keine Ahnung, einmal im Monat ein Bier vielleicht oder so. Aber eigentlich, wenn ich Alkohol trinke, mag ich lieber so süß sagen, so wie Pina Colada oder so. Oder, wer kennt das? Amaretto, Partida de Coco und Malibu. Das sind so meine Lieblingsgetränke. Ja, Kirschen trinken Grapefruit. Also ich würde auch, ich würde meinen eigenen Klopfer mitbringen, so eine Flasche Malibu, einmal klopfen auf Ex aus und ich mag nur süße Sachen. Deswegen trinke ich auch so ungern Bier, weil Bier ist halt einfach nicht süß. Und Wein trinke ich schon gar nicht, außer Eiswein und Strohwein. Das sind die einzigen Weine, die ich trinke. Ab und zu einmal. Keine Ahnung zum Essen. Eiswein und Strohwein, falls du das nicht kennst, das sind dick süße Weißweine. Rotweine kann ich nicht trinken, weil wenn ich einen Rotwein rieche, muss ich mich übergeben. Malibu, ja. Mit Malibu und Batida de Coco kann man mich echt locken. Malibu und Batida de Coco und Amaretto mache ich fast alles. Mann, Chef, ich mag halt gern süße Sachen. Warum sollte ich mich deswegen jetzt schämen? Alles gut. Mir ist das vollkommen egal, ob das Frauengetränke sind oder nicht. Mir schmeckt das Punkt Ende. Wenn es da nicht passt, dann muss er mir ja nicht bei drei Flaschen kaufen, dann reicht ja auch eine. Klagenfurt steht doch, glaube ich, eh in meinem Dienst. Also ganz weit weg von dir. Weil du schreibst zu Hochdeutsch, also nehme ich an, du bist. Ich war schon. Ja, wo denn das ist schon wieder ganz Norddeutschland. Also wenn du jetzt nur Moin sagst oder so, dann kann ich da sagen, das sind mindestens 1000 Kilometer weg von dir. Also bis nach München und dann nochmal 300 Kilometer Richtung Süden. Sei froh, dass du als Chefkoch geschrieben hast, jeder wie er will und nicht jede wie sie will. Sonst hätte ich dich verjagt. Ah du kleiner Bisser, stirb halt du. Ah wurscht, ma, reck mich schon wieder auf. Alter. Nordrhein-Westfalen. Ja, 800 Kilometer ungefähr. Na, das ist
Also für mich ja, für die, ich bin ja schon älter. Ich bin ja schon älter als du, ich bin ja schon 52. Für mich ist das definitiv in meinem Alter schon zweit. Aber für die wäre das ein Kotzensprung, oder? Also, pack ein dein Malibu, hast du gesagt, gell? Pack ein dein Malibu und mach dich auf den Weg. Achso, du gehst zu mir. Okay. Jetzt habe ich wieder so scheiß Wochen. What the heck? Man, ich habe im Moment so scheiß Lobbys, irgendwie wo gar nichts mehr geht. Warum hilft mir da keiner? Moment, nur weil du querfeld ein Mädchen hast, ist das noch lange kein Beweis, dass du überhaupt eine Frau bist, gell? Also so fängt schon mal an. Beleg erstmal deine Aussage, dass du weiblich bist. Prost mal die Geburtsurkunde und eine staatliche Versicherung deiner Eltern, dass du weiblich bist. Dann ein psychologisches Urteil, dass du dich auch als weiblich empfindest und nicht nur als weiblich geboren wurdest. Und nur weil du weiblich ausschaust, hast du heutzutage nicht, dass du weiblich bist. Also ich habe in Thailand mal eine super hübsche Frau kennengelernt. Waren schöne zwei Wochen, bis ich dann draufgekommen bin, dass es eigentlich gar keine Frau war, aber egal. Ich darf das heutzutage nicht mehr so eng sehen. Na, Spaß beiseite. Nur weil du wie eine Frau ausschaust, bedeutet das gar nicht. Nur weil du wie eine Frau sprichst, bedeutet das gar nichts. Nur weil du dein biologisches Geschlecht weiblich ist, bedeutet das noch gar nichts. Du weißt ja, wie es heutzutage ist. Was sagt, du hast Schnee im Winter und schöne Berge? Ich hab Schnee im Winter und Schnee im Sommer. Ich war gerade gestern wandern und da war Schnee. Ich weiß nicht, ob man meinen Stream von gestern, meinen 2-Minuten-Stream von gestern irgendwie noch sieht. Warte, vielleicht habe ich ja ein Video, was ich schnell posten kann von gestern. Warte jetzt mal eine Sekunde. Vom Wandern. Vielleicht habe ich ja ein kurzes Video mal. Ja, ich sehe das genauso so wie du mit dem Thema, aber mich nervt das Thema nicht, weil ich muss mich nicht damit befassen, wenn ich nicht will. Ich weiß, wie ich die Bekannten in meinem Freundeskreis anreden soll, wie die sich das wünschen und das passt. Und wenn ich jemanden kennenlerne und der hätte gerne eine eigene Anrede, dann ja, warum nicht? Ich reiß mir ja keinen Haxen aus. Wenn einer, keine Ahnung, als Mann, Frau, es, ihr, was auch immer angesprochen werden will, es tut mir nicht weh, solange ich es weiß, ne? Kann ich ja das gern machen, ist ja kein Problem. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich euch ein Video zeigen kann von gestern. Habe ich denn meine Videos? Kamera? Ja, ich habe auch Schnee im Sommer. Ich kann mir gerade überlegen, ob ich da irgendein Foto habe vom Schnee von gestern. Ja, Fotos habe ich schon, aber keine, wo wirklich Schnee drauf ist. Irgendwie funktioniert das nicht. Ja? Also, Querfit ein Mädchen, tschüss, bis nächsten Mal. Danke, dass du da warst. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das am besten einblenden kann. Moment. Das Hintergrund.
Einfügen. Ah, jetzt. Also das zum Beispiel. Ah, ich muss die Musik leiser machen, Call of Duty. Moment. Mach mal die Musik aus. Und dann müssen wir hier nochmal wechseln. Medienwiedergabe, genau. Das ist zum Beispiel so ein Video von gestern, vom Wandern. Jetzt haben wir aber schon auf 1500 Meter Höhe irgendwie. Ich weiß nicht, ob man da irgendwo einen Schnee sieht, aber das sind die niedrigeren Berge. Die hinter mir sind höher, glaube ich. Sieht man irgendwo Schnee? Moment. Ja, auf dem Video jetzt nicht. Und habe ich noch eins irgendwo. Hat es auf jeden Fall gerade zum Regnen angefangen. Wildcampen ist bei uns, da hat es gerade ein bisschen zum Regnen angefangen, bei diesem Platz da. War das an irgendwo? Doch, da hinten ist Schnee. Sieht man? Da ist Schnee, da oben. Da oben ist Schnee. Okay. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas mit Schnee haben. Aber ich glaube, das war's. Nur noch ein Video, was zum Hageln angefangen hat, dann mitten auf dem Berg. Das ist etwas ungut, Hageln am Berg. Das ist genau an der Baumgrenze jetzt irgendwie. Also so knapp auf 1800 Meter Höhe. Wenn es dann natürlich regnet, dann hat es von plus 25 Grad auf einmal 0 Grad. Und sind ganz kleine Hagelkörner dann runterkommen. Also Wildcampen, sagen wir mal so, es ist in jedem Bundesland überall verboten. Aber es ist auf dem Berg relativ selten, wenn du, keine Ahnung, am Berg mitten im Wald irgendwie campst. Und nicht unbedingt so ein großes Feuer mit Rauch machst oder so, dann wird dich niemand sehen, wird dich niemand finden. Und es ist normalerweise auch so Bivakieren überall verboten, aber ich habe selber schon 2-3 Mal beim Wandern irgendwo mein kleines Zweimannzelt aufgebaut mit einem Schlafsack und so und habe mal übernachtet, weil halt einfach der Weg zu weit war zum Gehen. Und ja, ist eigentlich kein Drama nicht. Also es ist eigentlich überall verboten, viele Turns und ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er deswegen jetzt irgendwie verklockt worden ist oder sonst irgendwas. Also. Aber wir haben so total schöne Gegenden hier. Ich kann ja mal irgendwann mal ein paar Videos zusammenstellen und mal ein paar Videos sagen, wo von dem Berg, wo ich wandern war und so. Weil ich habe ja fast von alle Berge irgendwie Videos gemacht, ganz viele Zeitraffer-Videos auch und so. Aber wie gesagt, die Schnelle, Moment, ich habe jetzt alle irgendwo eingeordnet. Aber ob ich die auf die Schnelle jetzt finde, Video, Moment, Handy. Wir haben schon wunderschöne Gegenden hier in Kärnten. Ich schaue gerade, ob ich irgendwo noch ein Video finde, was ich vielleicht sagen kann. Das ist so, wo ich wandern gehe, zum Beispiel so ein Video. Bis gleich, Chefe. Das ist so, sind so die Gegenden, wo ich so wandern gehe.
Das ist schon relativ schön da. Vor allem, das ist eine halbe Stunde von mir mit dem Auto entfernt. Das sind die Nockberge. So. Ja, diese Aussicht habe ich immer, wenn ich wandern gehe, weil ich gehe nur in solchen Gegenden wandern. Ich habe keine Ahnung, was da auf die Videos drauf ist. Ja, da ist ein See wenigstens. Ah, das ist, was, da wir ein Zentralquerformat. Da ist der See im Hintergrund. Bergsee auf fast 2000 Meter Höhe. Ah, da unten ist es ungefähr 1000 Meter unterhalb, ist da so ein kleines Tal und das sind Pferde, genau. Das ist so cool. Ich habe, glaube ich, 100 Videos. Vom Wandern. Ah, das war lustig. Auf 2000 Meter Höhe im Hagel. Blitz, Donner, Unwetter, Hagel innerhalb von 5 Minuten. Und ich hatte noch 4 Stunden zum Zurückgehen und hatte nur T-Shirt und kurze Hosen an. Ah, das war ungut. Das ist eines der schönsten Tolle hier. Das ist ein Hochgebirgstal auf 2000 Meter Höhe bei der Köln-Breinsperre. So heißt das. Ja, und da kann man das ganze Tal durchgehen. Das ist so 500 Meter breit und 4-5 Kilometer lang. Na, mir vergeht das Lächeln so schnell nicht, Angst. Das ist dieses Tal nochmal. Das ist so wunderschön, das Tal. Du gehst echt wirklich 10 Kilometer und hast nur so eine Gegend. Nur, es kommt dir kein einziger Mensch entgegen. Null, nada. Und man sieht mich immer ohne Filter. Volltrottel. Ich muss mich echt mal schimpfen. Was the fuck, niemand mit deinem Filter. Mario beim Wandern. Und das ist wirklich so cool, weil du gehst wirklich so 10, 20 Kilometer und da ist nichts. Das ist einfach nur. Danke, Martin. Du wirst nie deine 10.000 Kanalpunkte kriegen, fürs nicht fluchen. Aber ich habe eine viel bessere Aufnahme, wo ich nicht drauf bin, was nichts mit Wandern zu tun hat. Mein Hund. Habe ich schon mitgekriegt. Mit keinem Fluchen. Aber das ist mein Hund, der ist so schön. Der ist so lieb. Was macht denn da? Ah, der schwimmt da. Noch irgendwo ein Video vom Wandern? Keine Ahnung. Ein kleiner Wasserfall beim Wandern. Und wie gesagt, das ist alles innerhalb von einer halben Stunde von mir entfernt mit dem Auto. Ein cooler Wasserfall hinter mir. Was haben wir im Rad, war mal da, oder? Sieht man da den Wasserfall? Ja, der ist cool. Jetzt sieht man meine Nasenhöhlen rein.
Nein, das ist nicht Hermagor, das ist ganz woanders. Das ist in Nockbergen. Nockbergen, Richtung zwischen Nockbergen und Köln-Kleinsperre ist das. Das ist das Seebachtal. Das ist auf der südlichen Seite von Ankogel. Also Köln-Breinsperre, wenn du guckst auf der Karte, die Köln-Breinsperre, südlich von der Köln-Breinsperre, also nördlich von der Köln-Breinsperre ist das Klein-Elendtal. Das ist dieses wunderschöne Tal, was ich da gerade gezeigt habe. Das ist, wo ist... Okay, habe ich jetzt gerade im Moment. Ah, doch, da, wo ich mit Freunden da wohnen war. Das sind zwei Freunde von mir. Aber mal, das ist das Klein-Elendtal. Das ist so 10 Kilometer lang auf 2000 Meter Höhe. Das ist im Hochsommer jetzt. Und trotzdem haben wir da auf dem Gipfel oben noch ein bisschen Schnee gefunden. Da ist auch ein Gletscher, der beim Ankugel. Und auf der südlichen Seite von der Köln-Breinsperre, in der höchstgelegenen Stausee Österreichs, ist das Seebachtal. Das ist auch wunderschön. Da sieht man nicht so viel vom Tal. Ich schaue gerade, ob ich irgendwo ein anderes Video habe. Das sind alle zwei wieder. Was? Ein paar Videos, wo man mehr sieht. Ja. Das ist besser, Lilly. Gemse! Gemse gibt es für uns genug. Das ist mit den armen komischen Bergen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Kaiserstuhl oder so irgendwie. Wo ich da war. Ich merke mal die ganzen Berge nicht, wo ich da rauf kann. Also, keine Ahnung, ich war in Kärnten schon auf 50, 100 Bergen oder so. Ich weiß das echt nicht. Das ist, glaube ich, Saualm oder Kanato oder so irgendwas. Also ich gehe halt am liebsten oberhalb der Baumgrenze wandern, weil es da halt hast du halt einfach die bessere Aussicht. Okay. Also eigentlich habe ich auch irgendwo so coole Zeitrafferaufnahmen gehabt, aber ich weiß nicht mehr, wo ich die finde. Wolken und so. Ja, Rauna, sobald mal in der Nähe bist hier, nehme ich dich gern mit. Aber du müsstest halt irgendwie imstande sein, so, keine Ahnung, 15, 20 Kilometer zu gehen. Nicht am Stück natürlich, aber und da 1000 Höhenmeter oder so solltest du auch irgendwie schaffen. Also wenn du das auf 3 kriegst, das ist glaube ich auch nicht von den Zeitrafferaufnahmen. Ich finde, das schaut richtig cool aus mit den Wolken. Da kommen die Wolken auf die zu. Ja, die Höhenmeter gehen eh von automatisch. Entweder du gehst dann bergauf oder eben nicht. Es gibt da kein Dings. Das Problem ist, wenn du so eine schöne Aussicht haben willst, die Hütten sind ja, wo du mit dem Auto hinfahren kannst, sind natürlich alles um die keine Ahnung, 1000, 1500 Meter und die schöne Aussicht ist dann ab 2000 Meter. Also 500 Höhenmeter sind es meistens, die man irgendwie gehen muss. Ich hab mal. Ah, das ist beim Ankogel, genau, das ist schon so circa auf 2500 Meter Höhe jetzt. Das ist im Hochsommer übrigens.
Habe ich schon mal gehört vom Brocken im Harz. Wie hoch ist denn der? Also da, wo ich jetzt bin, da wanderst du 5, 6 Stunden hin und 6 Stunden wieder zurück. Das ist der Platz, wo ich jetzt da gerade bin. Gebirgsbach mal, einen schönen. Und du bist halt da wirklich ganz allein. Das ist halt das Schöne. Okay, ja, aber zumindest ist er schon ein Berg. So ab 1000 Meter darfst du Berg sagen. Unter 1000 Meter ist natürlich Hügel, ist natürlich kein Berg. Aber ab 1000 Meter kann man Berg sagen. Aber das ist das Tal. Ich finde das so geil, dieses Tal. Echt, ich war da schon 6, 7 Mal wandern. Weil ich normalerweise immer versuche, jedes Mal was Neues zu haben zum Wandern. Aber da war ich schon ziemlich oft. Schau gerade, ob ich noch irgendwo welche Wandervideos finde. Man liegt dann auch ganz entspannt an das, in der Sun irgendwie auf 2000 Meter Höhe. Lässt sich die Sonne am Bauch scheinen. Also so liege ich dann in der Sonne und kann mal irgendwie die Gegend anschauen. 2000 Meter Höhe, ich finde das voll cool. Das ist auch so schön. Das ist das Ende von dem Tal da. Man geht ja nicht, du musst ja keine Angst haben, gehen, man geht ja nicht von 0 Meter auf 2500 Meter hoch oder so. Das ist ja, du fährst bis zur Hütte auf, wo du dein Auto stehen lassen kannst. Das ist, die Hütten sind meistens so um die ja, 1000, 1500 Meter hoch gelegen. Und dann gehst den Rest halt, also zwischen 500 und 1000 Höhenmeter noch irgendwas. Es gibt auch ein paar Dinger, da gehst halt nur 300 Höhenmeter hoch und nur 2, 3 Kilometer und hast auch schon eine wunderschöne Aussicht. Muss nicht immer so weit sein. Aber man hat sich nicht eilig, man lässt sich da Zeit, man macht so viel Pause, wie man braucht. Und das ist alles cool irgendwie. Oder man geht da wandern und trifft auf Hey, Pferde, die sind einfach nicht in einer Koppel, die rennen einfach so mit die Kühe rum. Man sollte natürlich nicht mitten durch die Herde gehen. Das ist auch ein bisschen ungünstig. Hat das sogar mein Ex mit dem Hund, genau. Sie ist mit dem Hund natürlich außen rumgegangen, ist klar. Das schauen wir uns zum Beispiel auch gerade den Sonnenaufgang an auf dem Berg. Das war um 5 Uhr in der Früh oder so. Das heißt, wir sind um 5 Uhr in der Früh schon am Berg gewesen. Also oben schon oben gewesen, ne? Also nicht losgegangen um 5 Uhr in der Früh, sondern um 5 Uhr in der Früh waren wir oben am Berg und haben uns den Sonnenaufgang angeschaut. Auf diesem Berg, das ist der Dobratsch in der Nähe von Villach, gehst du ungefähr 2,5 Stunden rauf. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wann wir aufgestanden sind in der Früh? Weil du fährst, ich fahre eine Stunde hin ungefähr, dann 2,5 Stunden rauf und dann war es 5:14 oder irgendwas und da war Sonnenaufgang. Das ist auch eine Kollegin von mir gerade, genau. Die war mit einer Freundin wandern. Ach, da ist ja. Sandra war das, genau. Weil ich mit Sandra wandern. Ist auch voll lieb, ist eine ehemalige Arbeitskollegin von mir. Was haben wir da für ein Video? Ach, da stehen die am Gipfel. Da konnte ich leider nicht rüber bis zum Gipfel. Das sind noch 20 Meter von mir entfernt, aber ich konnte nicht rüber gehen bis zum Gipfel.
Weil da nur so ein Meter breiter Weg ist, wo links und rechts was senkrecht runtergeht, und da gehe ich definitiv nicht, weil ich nicht schwindelfrei bin. Ich mag zwar Hochgebirge und alles, aber ich bin halt nicht schwindelfrei. Nimm mal die Kur, die im Wasser steht, okay? Ich habe keine Ahnung, was ich da alles gefilmt habe eigentlich. Also eine schöne Aussicht. Und passt, wir machen Speedrun. Hast mir überredet. Ich mag ja ein Gefährte total gern. Das ist die gefährliche Kuhherde. Die hat mich schon ein, zwei Mal verfolgt. Das ist der Talschluss, genau. Da renne ich gerade rum. Das ist auf 2500 Meter Höhe. Ungefähr. Also die Kante da oben ist auf 2500 Meter. Also das Stück von hier bis hier oben sind ungefähr 200 Höhenmeter noch. Ja, das war es eigentlich so. Also das ist so die Gegend, wo ich gern wandern gehe. Ja, ich habe da jetzt noch irgendwie tausende Videos, aber ich glaube nicht, dass die so spannend jetzt sind. Okay, passt. Gut, gehen wir wieder Call of Duty spielen. Ist irgendwie sinnvoller. So, das wir entfernen. Es ist wie wenn du nicht so und so immer Lust auf Urlaub hättest. Nur eine faule Ausrede, dass ich da jetzt schuld dran bin. Deswegen will ich unbedingt das nächste Mal, wenn bei der nächsten Call of Duty Map bitte eine Hochgebirgsmap mit Schluchten und Tälern und Wäldern, ne, Hochgebirge ohne Wälder besser. Mit wenig Deckung und viel Snipern. Ich werde jetzt noch ein, zwei Runden spielen, dann bin ich eh wieder, muss ich mich eh wieder verabschieden. Weil ich muss, glaube ich, nicht. So besser, glaube ich. Aber es wird draußen schon langsam ein bisschen finster. Und hast du deinen nächsten Urlaub, Garner? Und gehst du eigentlich generell gern wandern oder was sind denn so deine Hobbys? Außer Lust zu kriegen, wenn du fremde Videos anguckst. Ah, du kleine. Vielleicht konnte der ja jetzt Lust auf Call of Duty machen. Und du siehst, wie oft dich daneben schießt und du dir immer denkst, Mann, den hätte ich doch getroffen. Ah, du kleine.
Ich bin übrigens erst jetzt drauf gekommen, dass es eine Einstellung gibt bei Call of Duty, wo man, wenn man ins ZV geht, dass die Mausbewegungen dann langsamer werden. Warum sagt mir das keiner vorher? Ah, das heißt hier, ist das so eine Art Familienbetrieb? Weil da ist natürlich immer schwer mit Urlaub. Oder wenn nur ein ganz kleiner Betrieb mit wenig Leid ist, weil dann natürlich jeder immer gebraucht wird. Ah, okay, cool. Hast du einen Hund oder so? Weil das bietet sich an, wenn du gern wandern und spazieren gehst. Oder magst du keine Hunde? Ja, okay, 4 Leute ist halt super wenig. Ja. Wir müssen das Geschäft aufrechterhalten, wenn da 2 in Urlaub gehen wollen oder so. Das geht ja gar nicht. Ich hatte auch mal Katzen. Man sagt eigentlich, es gibt Katzen- und Hundemenschen, aber ich hatte vorher Katzen, war mit denen super zufrieden und super glücklich. Geschwisterpärchen, die haben 14 Jahre bei mir gelebt. Und ich habe auch einen Hund zusammen mit meiner Ex und den habe ich genauso gern gehabt. Katzen sind halt viel pflegeleichter und Hunde, mit Hunden kannst du halt viel mehr machen. Deshalb haben beide ihre Vorteile. Ah, du kleine... Alter. Ich glaube, ich spiele noch der Runde noch eine Runde hart oder so. Wie lange bist denn du schon in dem Betrieb und ist das eher ein Familienbetrieb? Das heißt, bist du mit denen verwandt oder so, wenn das denen in die Bäckerei kehrt oder eher nicht? Seit 17 Jahren bist du schon dort. What the heck? Nachdem mal Kinderarbeit ist verboten. Vor 17 Jahren warst du ja gerade erst 7, oder? Aber du kriegst schon den Urlaub, der da so zusteht und so, oder? Ich meine, muss ja ein cooler Job sein, sonst wärst du nicht schon so lange dabei. Das wollte ich auch gerade fragen, Martin. Alter. Seid ihm nicht mehr weggekommen. Das heißt, du hast in den 17 Jahren noch keinen einzigen Tag Urlaub gehabt. Wie traurig. Das wäre cool. Ja. Boah, wäre ich jetzt echt gefinisht, hä? What the heck? Aber es ist ja cool irgendwie, wenn er der Job gefällt, wenn alles okay ist, wenn du das Geld kriegst, das du da vorstellst. Wenn die Freizeit hast, die dir vorstellst, dann passt ja. Finde ich cool. Ich war noch nie so lange bei einer Firma. Ich glaube, das längste war... Wann das längste bei einer Firma? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, so 7 oder 8 Jahre, wo ich als Montagetischler gearbeitet habe, beim IKEA. Ah, Kicker. Entschuldigung.
noch zwei Wochen, die noch Resturlaubstage vom letzten Jahr waren. Ja, ich war, aber das ist, ich verstehe es, das ist schwer. Solange der Chef halt nicht irgendwie Urlaubstage verfallen lässt oder so, ist es alles okay. Aber wenn er zulässt, dass Urlaubstage verfallen, das ist halt dann schlecht. Aber gut, wenn man bis 17 Jahre bei irgendjemandem in einer Firma ist, dann wird man, dann nehme ich mal an, dass man sich mit seinem Chef und so ja ausgesprochen hat und alles klären konnte, wie man das macht mit Urlaub und so. Meinst du deswegen Corona, das Arbeitsjahr, oder? Oh. 6 Monate, 6 Tage die Woche. What the heck? War der 6 Monate nicht krank oder hat 6 Monate gedauert, bis ich einen neuen habe? Oder so. Weil was mir so generell aufregt jetzt im Moment gerade ist ja, dass alle sagen, ja, in der Gastronomie, im Handel, überall, es fehlen Arbeitskräfte, vor allem in der Gastronomie. Weißt, die Leute sind so dumm, die sperren lieber ihr Lokal zu, weil sie angeblich keinen finden. Ich meine, dass heutzutage in der Gastronomie keiner mehr für 1500 Euro netto 7 Tage die Woche arbeiten geht, 10 Stunden am Tag. Und dann 70 Stunden Arbeit pro Woche hat, für 1500 Euro, dass das keiner mehr macht heutzutage, das kapieren die einfach nicht. Da sagen sie, ja, aber wenn ich mehr zahlen, dann muss ich mehr verlangen und dann kann ich gleich zusperren. Na, das ist ein völliger Blödsinn, weil es muss jeder mehr verlangen und es muss jeder mehr zahlen, nicht nur er allein. Es werden alle Geschäfte pleite geben, die ihre Preise nicht erhöhen und ihren Mitarbeitern mehr zahlen. Und es wird kein Geschäft neue Mitarbeiter finden, das nicht bereit ist, mehr zu zahlen. Es geht halt heutzutage keiner mehr in 1500 Euro 70 Stunden die Woche arbeiten. Ich meine, wer das tut, ist blöd. Und das tut heute keiner mehr. Besonders nicht die jüngeren Leute von heute. Die haben eine ganz andere Vorstellung von Work-Life-Balance und das ist auch gut so. Ich meine, nur weil wir uns irgendwie, die in meinem Alter sich halb zu Tode gekrackert haben in ihrer Jugend, heißt das nicht, dass das die Jugend von heute auch tun muss. Alter Kollege darf nicht mehr arbeiten gehen, früh in Rente zu gehen. Ah, okay. Der ist in Frühpension gegangen dann. Oder Frührente, oder wie das heißt. Hey du, ich generell, schau, bei mir ist es zum Beispiel so, mir ist es generell wurscht, was ich für Arbeit zu machen habe. Ich komme mit allen relativ gut zurecht, mit jeder Arbeit, aber ich komme, solange die Kollegen stimmen. 1900 Euro netto für 40 Überstunden im Monat würde ich nie machen. Never ever. Na, tut mir leid. Würde ich nie machen. Also ich habe mir jetzt mehr einen Job beworben, da gibt es zwar weniger, aber da gibt es 1700 Euro netto. Zwischen 1700 und 1800 Euro, aber ich habe gerade noch meine normalen 40 Stunden. Das war's. Und ohne Überstunden. Und natürlich in Österreich ist er nicht so wie in Deutschland. In Österreich ist er bei jedem Job Weihnachts- und Urlaubsgeld dabei. Weihnachts- und Urlaubsgeld ist ein voller Monatslohn jeweils. Also das heißt, wir kriegen diese 1000... wenn ich 1700 kriege, ist das wie viel die, wenn du 1900 kriegst. Ja, ich habe, wie gesagt, also im Moment geht es bei mir zum Beispiel, ich kriege von meiner Firma, also von Greenpeace, wo ich gearbeitet habe, wo ich freigestellt bin, jetzt gerade im Moment eh so um die 1500. Und bei mir geht es eben gerade so aus im Moment mit den 1500, weil ich eine relativ günstige Wohnung habe. Ich wohne mitten in der Stadt in Klagenfurt, habe 72,5 Quadratmeter und zahle 450 Euro Meter. Also das ist gar nichts. Aber ich muss dann leider Anfang nächsten Jahres ausziehen hier, weil da wird von Airbnb-Wohnungen gemacht. Und dann muss ich entweder eine kleinere Wohnung nehmen, weil mehr als 500 Euro gebe ich für die Miete nicht aus. Aber ich suche mir irgendwas Ländliches, so ein Holzhäusl oder eine Altbauwohnung irgendwo. Weil ich bin Tischler, ich richte mir meine Wohnungen eh alle immer selber ein und mache die schöner. Mir ist nur wichtig, dass das groß und billig ist.
Ob das jetzt alte verfallene Fenster drin hat oder nicht, das ist mir wurscht. Ich mach das eh selber alles, bis es mir passt. Ich richte das dann immer alles selber her. Deswegen darf bei mir die Wohnung ruhig ein bisschen runtergekommen sein. Hauptsache sie ist groß und ich habe genug Platz, alles mögliche einzurichten, was ich halt einrichten will. Und ja, der neue Job, was ich habe, der ist mit den 1,7 netto. Aber gut, ich muss halt nur 40 Stunden arbeiten. Ich habe keine Überstunden. Das gibt es bei der neuen Firma, bei der Firma ja eigentlich gar nicht. Weil das ist halt so ein, in der Produktion von Styroporplatten so ein größerer Betrieb. Und die sagen halt ein Staplerfahrer. Du kannst aber deine Arbeit gern herbringen, dann schau ich es mir gern mal an. Ja, ich habe Tischler gelernt, aber eigentlich nie wirklich als Tischler gearbeitet, weil Montagetischler arbeiten ist ja nicht wirklich als Tischler arbeiten. Montagetischler ist halt einfach nur Ikea-Schränke aufbauen halt, das ist halt. Und da ist es vollkommen wurscht, ob ein normaler Mensch oder ein Tischler bist, du kriegst das eh nicht zusammen. Selbst das Tischler versorgt mal bei Ikea-Schränken, weil die halt einfach dumm gemacht sind. Ja, wo ich hinkomme, fallen Späne. Du kannst da sicher sein. Kleine Bissratte, du. Was hast du denn für Tischlerarbeiten? Der Wohnung zum Einrichten. Aber ich finde es schon mal gut, dass jemand so ein. Hat, ja, ich meine, nicht beim Landsitz, muss ich. Nein, wenn du nicht irgendwo am Land lebst, kommst du mit 500 Euro Miete nicht leicht davon. Ja, gut, wie gesagt, ich bin mitten in Klagenfurt in der Innenstadt, das heißt wirklich in der Innenstadt, direkt gegenüber vom Landgericht. Wirklich im Zentrum von Klagenfurt, also 100 Meter vom, 200 Meter vom neuen Platz entfernt, also das ist der Stadtmittelpunkt, und habe, wie gesagt, 72,5 Quadratmeter und zahle 450 Euro Miete, weil es halt eine Altbauwohnung ist. Ja, Wien ist ja nochmal ganz was anderes. Wir reden ja jetzt von Österreich, nicht von Wien. Weil Wien, ich weiß nicht, ob du das weißt, Martin, aber Wien haben wir schon vor langer, langer Zeit an die Tschechen verkauft, weil wir es einfach nochmal brauchen. Wir haben uns zwar, wie heißt das nochmal? Wie heißt denn diese? Martin, wie heißt denn diese komischen Kaugummi-Bonbons da, diese diese komischen viereckigen Dinger, die so wie Kaugummi sind, aber nur, dass man sie halt essen kann. Wie heißen denn die scheiß Dinger da? Stollwerk. Stollwerk, genau. Jetzt habe ich vor dem. Na, nicht mal warm. Stollwerk. Jetzt habe ich vor dem Faden verloren irgendwie. Heißen denn jetzt Stollwerk? Stollberg? Oder Stollwerk, oder? Ich glaube Stollwerk, oder? Aber die muss jetzt googeln. Ich will jetzt wissen. Doch, Stollwerk. Ja. Warte, zack, da schnell. Allerdings. Machen wir das. Ich muss einfach schnell im Chat. Alter, was ist denn das für ein Link? Das sind diese komischen Kaubonbons. Das sind keine Bonbons, die man lutscht, sondern Bonbons, die man kaut. Das sind so wie Kaugummi von der Konsistenz her, nur dass sie weniger werden mit der Zeit im Mund. Kann man essen. Ja, siehst. Frag nicht da an Dr. Google.
Ja, man kann ihm aber aufrufen, oder? Den Link. Komm mal den Link, klick den mal auch nochmal den aufrufen. Komm, müsst du gleich mit Amazon. Ja, ein Amazon-Link sein. Komm an. Das nennt man, das hat man bei uns in Kärnten hat man immer Stollwerk dazu gesagt. Das war zwar nicht die genaue Bezeichnung, aber das war halt die Firma, die das hergestellt hat. Genauso wie Dixo Dixo hast und Taschentücher Zewa hasen. Aber Dixo kennt in Deutschland auch keiner. Also Dixo ist, wie heißt das in Deutschland? Ja, aber das sind die ursprünglichen. Mauam ist dann irgendwas Modernes, was nachher gekommen ist. Das ist so ähnlich wie Mauam. Ja, du hast schon recht. Aber das sind die Ursprünge, die was vor 40 Jahren gegeben hat oder so. Die waren ein bisschen anders. Die waren ein bisschen nicht so leicht zu essen wie die Mauam. Du hast länger drauf rumkommen müssen, bis die weg waren. Ja, aber wie sagt man in Deutschland zu Dixo? Dieses durchsichtige Klebeband. Gauner, wie heißt das in Deutschland? Dieses durchsichtige kleine Klebeband auf Rollen. Tesa-Film, genau. Und Tesa-Film ist ja auch nicht die genaue Bezeichnung, weil in Deutschland ist halt die Firma Tesa Marktführer, deswegen sagen alle Tesa zu diesem durchsichtigen Klebeband. Das ist eigentlich durchsichtiges Klebeband, heißt ja nicht Tesa. Das gibt es ja von verschiedenen Marken. Und in Österreich ist das eben Dixo, weil eben die Firma Dixo Marktführer ist. Delantes! Game Master. Hi. Hat das irgendwas zu bedeuten? Irgendwas Erotisches, das hier zu zweit hier auftaucht? Liegt er gerade nebeneinander irgendwo oder so? Weil er gerade zugleich da irgendwie eure Handys dann eingeschaltet haben? Ist das so? Bin ich so die Zigarette danach bei euch? Brauch mal eine Nase. Schau mal lieber bei Super Mario vorbei, wie er Call of Duty. So nach dem Sex. Na, wir rauchen jetzt keine, wir gucken jetzt Stream. Ja, wir waren Zufall. Haha, würde ich jetzt auch sagen. Lass mal lieber schauen, was Delantes dazu sagt. Dass Männer immer alles abstreiten, war ja klar. Nur wenn Delantes auch sagt, dass das Zufall war, dann glaube ich das. Männer streiten so und so immer alles ab. Die wollen nie was gewesen sein. Ah, du kleiner Nutella-Sohn. Dass ihr die Zigarette danach bei mir verbringt, oder war das gar keine Zigarette danach, Delantes? Weil wir rätseln gerade, ob du und Gamer jetzt zusammen herkommen. Und wir haben jetzt gerade überlegt, okay, ihr seid wahrscheinlich gerade mit gewissen Tätigkeiten fertig geworden und habt dann gedacht, habt euch so gegenseitig angeschaut und habt euch überlegt, ob ihr jetzt eine rauchen sollt, so die Zigarette danach oder so. Und dann habt ihr euch entschieden, na, ihr geht's lieber zu irgendwie auf Twitch, irgendwelche Streamer angucken, entspannen, das auch nicht zu rauchen. Und Gamerstar hat dann gesagt, na, das war einfach nur Zufall, dass ihr zugleich hierher gekommen seid, was ja natürlich nicht klar, weil Männer ja natürlich immer alles abstreiten. Und ich habe zu ihm gesagt, nur wenn Delantes das bestätigt, dass das Zufall war, was du eben gerade nicht getan hast, danke dafür, dann glaube ich ihm. Also Gamerstar, du hast mich voll belogen. Delantes hat es nicht bestritten. Also mir wärst du auf keinen Fall peinlich, Delantes. Aber wahrscheinlich wärst du mal zu jung. Wieso auch nicht, Delantes? Wenn du hättest einen Lieber gegeben, was da. Wieso kann man niemandem vertrauen? Was hat er denn jetzt wieder gemacht? Achso, er ist nicht zu dir gestanden jetzt. Ah, okay. Ja, ich sehe schon, wir sollten uns unbedingt mal zu dritt treffen, Gamerstar, Delantes und ich. Auf eine Zigarette davor.
Oh Mann. So. Du musst das gar nicht finden. Du musst das nicht finden irgendwie. Wir finden dich. Warum? Aber wenn du nicht weißt, ob du das gut findest. Na, Schmarrn. Na, die Land ist es so. Du hast ja gerade geschrieben, ich weiß nicht, ob ich das gut finden werde. Das wirst du dann ja wissen, danach, ob du es gut findest oder nicht. Aber du musst erst alles mal ausprobieren, bevor du weißt, ob du es gut findest oder nicht. Das ist so wie, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, oder? Das ist so wie wenn Leute zu mir sagen, na, ich esse keine gegrillten Goldhamster oder irgendwas, so wie es in Peru gibt es dir zum Beispiel, oder ich esse keine Ameisen mit flüssiger Schokolade, geröstete Ameisen mit flüssiger Schokolade übergossen, das heißt Ameisen auf dem Baum, das gibt es in Thailand, habe ich alle schon gegessen, schmeckt voll lecker. Aber das sind immer so die Leute, die sagen, na, das ist in nicht, ich geht und gar nicht wissen, wie es schmeckt und schon von vornherein sagen, na, das mag ich nicht. Ich meine, wenn du willst, das wird die Sache natürlich erleichtern. Das ist weniger anstrengend dann für die Entführer, wenn du der Einladung folgen willst. Wieso hört sich das nur so an, als wie wenn ich ein Swinger-Treffen machen wollte? Sollte sich genauso anhören, nicht nur ungefähr so. Du musst Bäume zählen gehen. Du wohnst in Deutschland. Wo in Deutschland gibt es Bäume außer im Schwarzwald? Und aus dem Schwarzwald kommst du ja nicht her. Ich habe lang genug ich habe die größte Zeit meines Lebens in Deutschland gewohnt. Es gibt in Deutschland keine Berge, es gibt in Deutschland keine Gebirgsbäche. Außer ganz im Süden halt. Kommst aus Österreich? Das hast du mir aber noch nie verraten. Kommst du nicht aus Österreich? Ah, Mensch, in Österreich heißt der Landes. Das ist ein typischer Biefke-Namen. Du kommst nicht aus Österreich. Schön, Game Master. Wo kommst du denn her? Wenn wir schon alle mal dabei sind. Schreibt doch mal alle das Bundesland im Chat, bitte, wo ihr herkommt. Das reicht schon. Im größten Wald von Österreich, der größte Wald von Österreich, ist nicht in Oberösterreich, der größte Wald von Österreich ist in der Steiermark. Hallo? Niedersachsen. Ah, okay. Das heißt, weißt du, was ich an Sachsen und Niedersachsen so mag? Das darf ich jetzt nicht sagen, gerade, aber es ist bis bald wieder angefressen. Ich mag Leute aus Sachsen total gern, weil ich immer, wenn sie reden, schmunzeln muss, weil ich den Dialekt so abartig witzig finde. Der ist so cool. Der ist so cool, der Dialekt des Sachsen. Sachsen und Niedersachsen und Sachsen-Anhalt haben eh, glaube ich, so einen ähnlichen Dialekt, ne? Ah, okay. Gauner, kannst du so richtig sächsisch? Ich habe mal so ein Navigationsdings gehabt. Wie hieß das nochmal? Und so eine Navigations-App, so eine ganz bekannte. Und da gab es verschiedene Sprachen, unter anderem auch sächsisch. Das war so geil. Ihr redet Hochdeutsch in Niedersachsen, aber ist nicht normalerweise Sachsen-Anhalt, Sachsen und Niedersachsen sächsisch? Weil ich meine, ich kenne zwar die Bundesländer von Deutschland besser als die von Österreich, obwohl ich hier geboren bin, wie traurig, und obwohl wir nur ein Drittel davon haben, oder die Hälfte. Aber mit den Dialekten kenne ich mich nicht so wirklich aus in Deutschland. Aber ihr redet Hochdeutsch, das ist aber sehr anstrengend, Hochdeutsch zu sprechen. Vor allem hört sich das immer ganz besonders witzig an, wenn Österreicher versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Aber bei mir ist es Gott sei Dank nicht so schlimm wie bei anderen Österreichern, weil ich doch einige Zeit in Deutschland gewohnt habe.
Aber ich finde, Leute, die Hochdeutsch reden, die haben die besten Qualifikationen zum Streamen. Die allerbesten. Chefe, wir sind gerade dabei, die Bundesländer reinzuschreiben, wo wir herkommen. Also, Chefe, schreib jetzt bloß nicht Sachsen rein. Weil der Dialekt ist nicht sächsisch. Urta. Na, na. Regenwurm, du. Du Hanuta Kinto. Ja. Ja, ich habe in München gewohnt und bin Österreicher, genau. Ah, du kleine Bissnelke, du. Bleib halt stehen. Echt, du bist in Sachsen geboren. Ah, und wo ist jetzt in Bayern? Okay. Ganz ehrlich, für jemanden, wenn du als erwachsener Sachse nach Bayern kommst, gell, mit deinem sächsischen Dialekt, und dich irgendwo lautstark in München, zum Beispiel am Marienplatz, mit jemanden unterhältst, ich schwöre, du hast sofort mindestens 50 Bayern um dich rumstehen, die alle nur deinen Dialekt hören wollen, weil der halt, weil sächsischer Dialekt halt einfach so wirklich witzig klingt. Aber gut, nach 30 Jahren in Bayern hast du keinen sächsischen Dialekt mehr. Bist du eher Allgäu oder eher Oberbayern? Eher nach unten oder eher nach oben? Unterhalb von München oder oberhalb von München? Weil ich habe in München gewohnt, aber lange Zeit am Starnberger See, in Kitzing direkt. Genau, haben wir eh schon mal geredet. Genau, nee, in Nürnberg. Das ist ja noch innerhalb des Weißwurst-Äquators, Gott sei Dank. Das heißt, ihr sagt ja noch Weißbier und nicht Weizenbier, oder? Weil ich verwechsel das immer. Ich glaube, im Rest von Deutschland sagt man Weizenbier und in Bayern sagst Weißbier. Das ist kein fernes Land, der Landes. Was, das ist eine ferne Gegend, das Patagonien, da wo ich mal auf Urlaub war. Alter, das ist an der Südspitze von Südamerika, ist Patagonien so. Der Grund Argentinien. Da fährst du 3 Stunden mit dem Auto, ohne dass du ein Tier, ein Mensch oder ein Stromkabel oder sonst irgendwas siehst. Das ist so krass. Da fährst du 300 Kilometer ohne eine einzige Tankstelle. Du musst echt planen und so. Deswegen haben dort alle Benzinkanister auf ihren Autos. Schweizer Dialekt, Gemasta, ist manchmal echt schwer zu verstehen, aber ich muss da ganz was Wichtiges verraten. Ich habe mal meine erste Frau, mit der ich was hatte, war eine Schweizerin. Meine Mama war eine Arbeitskollegin von ihrer Mama und die beiden Mütter haben uns dann verkumpelt. War damals 14 oder 15 und sie war schon 24 oder so. Und sie war eine Schweizerin, hat in St. Gallen gewohnt. Aber ich war leider nur ein One-Night-Stand für sie. aber wurscht, wenn Schweizer Frauen lieb reden, es gibt nichts Süßeres auf der Welt. Echt schwöre. Wenn Frauen im Schweizer Dialekt so ganz lieb und süß mit dir reden, das ist zum Dahinschmelzen. Man versteht zwar nichts, aber allein schon die Stimmmelodie. Das ist so wie, keine Ahnung, wie soll das erklären, so wie wenn eine Harley Davidson in einem Tunnel aufheulen lässt, so von Geräusch her, oder Bugatti Chiron in einem Tunnel, das Geräusch, wenn er voll aufs Gas steigt. Das, genauso erotisch ist das Geräusch von einer Schweizerin, wenn sie da in irgendeiner komischen Sprache irgendwas erklären will. Der Land ist was für Waldstraßen, was? Was kannst du gleich von der... Die Schweizer oder was? So, ich spiele jetzt letzte Runde und dann schicke ich euch weiter. Aber was hast du jetzt gemeint, der Land ist mit Waldstraßen und dass du dann das gleich von der Haustür haben kannst? Ja, schon, aber was meinst du, was du dann hast? Denn, also Wald halt, oder?
Ach so, ja, aber in Patagonien kannst, ich habe gesagt, in Patagonien kannst du 3 Stunden mit dem Auto fahren, mit 100 km/h, der Straße entlang, ohne dass du, du hast 0% Chance, dass du ein anderes Auto, einen anderen Menschen oder sonst irgendwie irgendwas siehst, was an Zivilisation erinnert. Kein Haus, keine Tankstelle, nichts, nada, keine Laterne, nichts. Das ist nur eine Straße, das sind nur Straßen, die sind über manche, ja, wir sind so eine 1000 km Route gefahren. Da gab es Streckenabschnitte von 500 Kilometern, wo zwischen 2 Tankstellen 500 Kilometer waren. Wir sind immer mit 2 Autos gefahren und haben immer ganz viele Reservekanister damit gehabt, weil das auch so eine organisierte Tour war, die ich damals gemacht habe. Und Chef, du wartest jetzt noch 5 Minuten, bis ich mit der Runde fertig bin. Dann schicke ich hier weiter. Ich will schnell eine Runde Shipment, geht schneller. Na, alles gut, Chefkoch. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Appetit. Wenn du essen musst. Ich will nicht schuld daran sein, wenn du jetzt stirbst an Hunger. Ich weiß, wie unangenehm das ist, wenn man Hunger hat. Also das ist. Okay, passt. Dann bist du, freut mich, dann bist du 5 Minuten bei mir. Sniper Elite hört sich ja schon mal echt gut, damit ich total gern snipen tue. Aber das ist wahrscheinlich auch irgendwas, wenn du stirbst, musst dann wieder Spawns wieder rein, musst wahrscheinlich dann wieder an 2 Minuten, also gefüllte 2 Stunden zu deinem nächsten Place rennen, wo du dann campen kannst und ja, Call of Duty ist halt so ein Massendings. Das ist so wie Popmusik, ne? Sniper Elite ist dann eher sowas wie Heavy Metal, so ein spezielles Genre. Lisa hat Katzen. Danke, Lisas Katze, fürs Abonnieren. Oder hat die Katze jetzt abonniert oder war das die Lisa? danke, Lisa, auf jeden Fall für deinen Follow. Richtig lieb von dir, Dankeschön. Ja, das heißt, wenn ich am Checkpoint wieder spawn, wie lange brauche ich dann, bis ich Pfefferrahm geschnetzelt, dass mir Spätzle kriegt? Ja, genau. wenn ich am Checkpoint spawn, wie lange brauche ich dann, bis ich zu meinem Platz komme, zu meinem Campingplatz, wo ich dann snipen kann? Wenn es länger als 10 Sekunden dauert, ist bei mir schon wieder vorbei, weil deswegen spiele ich ja Shipment, weil ich da immer so schnell wieder drin bin, weil ich da nicht rumlaufen muss die ganze Zeit. Aber ich bin im Moment eh in so schwere Lobbys mit meinen Scharfschützen wie auf Shipment. Ah, das ist so schwer zum Spielen hier. Weil die anderen haben alle MPs oder 3 Sekunden, echt? Und von dort, von Checkpoint aus, kannst du gleich zum Snipen anfangen. Also okay, muss mir vielleicht mal den nächsten Stream anschauen, wenn du das mal spürst. Das interessiert mich jetzt. Hört sich echt interessant an. Pfefferrahm geschnetzelt, das mit Spätzle. Ja, das Problem ist, in Österreich kennt fast keiner Spätzle. Das ist mehr Spätzle, obwohl ich habe einen Kumpel gehabt, der war Schwabe. Schwabenländle. Schaffe, schaffe, Häusle, Bauer und so, ne? Er hat öfter Spätzle mitgebracht und die waren richtig gut. Da muss man echt mal das Sniper Elite anschauen. Wie viel spielt man da? Aber das ist kein Cooperate. Das heißt, du musst nicht mit anderen zusammenspielen, oder? Das ist so kann man das irgendwie mit Invasion auf Call of Duty vergleichen, oder? Eierknöpfle? Was ist Eierknöpfle? Na, Nockerl ist wieder ganz was anderes, die Landes. Spätzle und Nockerl ist nicht das gleiche. Da meinst du jetzt Salzburger Nockerl? Oh, eine Story. Ah, Mann. Das heißt, ich muss irgendwoher Aufgaben erfüllen. Okay, damit hat sich für mich schon wieder erledigt, leider. Weil wenn es irgendwie so ist wie bei DMZ oder bei Warzone, dass ich erst irgendwas looten muss oder irgendwelche Aufgaben erfüllen muss, damit ich meine Waffen kriege,
dann hat sich das Game für mich schon erledigt, weil das ist mir einfach zu langweilig dann. Ich will einfach nur gleich anfangen mit dem Spielen und gleich killen. Also bei uns sind Jesspätzle und Hasnockerl. Okay. Ja, aber gut, der Land ist, das ist mit dem Essen und dem Beschreiben ist total schwer. Immer wenn ich in Deutschland irgendwen gesagt habe, mein Lieblingsessen sind Kärntner Kasnudeln, haben die immer gedacht, ah, was ist das so, Nudeln mit Käse oder so? Na, Alter, das hat weder was mit Nudeln zu tun, noch mit Käse. Kasnudeln heißen sie, weil Steigtaschen sind, die gefüllt sind, die aus Nudelteig gemacht werden. Hat aber mit Nudeln nichts zu tun. Und Käsnudeln heißt das, weil da Topfen drin ist. Topfen hat aber auch nicht, ist aber nicht, für die Deutschen ganz was anderes als Käse. Und Fun Fact, richtige Kärntner Kasnudeln sind in Deutschland verboten. Die dürfen weder importiert noch verkauft werden. Es sind nur nicht nach Originalrezept gemachte Kasnudeln erlaubt, weil Kärntner Käsnudeln eben mit Bröseltopfen gemacht werden. Das gibt es in Deutschland schon gar nicht. Es gibt kein Bröseltopfen, das ist ein bröseliger Topfen. Das gibt es in Deutschland einfach nicht. Das Einzige, was da so ähnlich dran rankommt, ist dieser bröselige Hüttenkäse, aber der schmeckt auch wieder ganz anders als Bröseltopfen. Also erstens, es gibt gibt es schon gar nicht in Deutschland zum Kaufen, weil es verboten ist, weil Bröseltopfen nämlich aus Rohmilch gemacht wird und Rohmilcherzeugnisse in Deutschland so nicht verkauft werden dürfen. Ja, Rohmilcherzeugnisse in Deutschland gelten ganz besonders strenge Vorschriften, nicht so wie in Österreich. Deswegen kriegst du in Deutschland maximal diese tiefgefrorenen Käsnudeln vom Aldi Hofer, die aber nicht mit Bröseltopfen gemacht sind, sondern mit allem möglichen Zeug, aber hat halt nichts mit Käsnudeln zu tun irgendwie. Und Käsnudeln sind, also Kärntner Käsnudeln sind gefüllte Teigtaschen. Wenn es irgendjemanden interessiert, wie man Käsnudeln macht, ist eigentlich relativ simpel und einfach. Ich mache selber öfters Käsnudeln und mache dann irgendwie so 100, 200 Stück irgendwie. Kann man dann relativ einfach einfrieren. Muss ich schauen, ob der Link überhaupt funktioniert. Na, funktioniert doch. Und ja, das sind eben so wieso habe ich jetzt das Bedürfnis, Bröseltopfen nach Deutschland zu schmuggeln? Die Deutschen kennen das eh nicht. Die kennen keine Käsnudeln. Das ist das Problem. Ich bin von München mindestens, wo ich in München wohnte, mindestens 2-3 Mal im Jahr nach Salzburg gefahren, weil ich in Salzburg wenigstens die normale tiefgefrorene Käsnudeln habe kaufen können. Das ist schon so traurig, dass man in ganz Deutschland keinen Bröseltopfen kriegt, weil das eben ein Rohmilcherzeugnis ist und Rohmilcherzeugnisse irgendwie halt in Deutschland so strengen Vorschriften unterliegen. Und vor allem, weil das Wort Käse und Nudeln ganz eine falsche Assoziation bei Deutschen hervorruft, weil die immer denken, das ist tiefgefroren, das mit den Schicken, das funktioniert so nicht nach Deutschland. Aber du machst das schon mit Delantes. Kochst du gern, Gauner? Weil du musst ja beruflich schon backen. Also weiß nicht, ob man dann zu Hause noch gern kocht oder so. So, wir schauen jetzt mal, wo wir schon hingehen. Es ist keiner online. Ja, wir gehen jetzt irgendwo hin. Wir gehen. Moment. Es ist keiner online. Wir gehen zu Rich Hein. Den hat man, glaube ich, der Martin mal empfohlen. Schauen wir da kurz rein. Oder wollen wir zum Maxify oder Maluna gehen? Oder zum Milchbaum? Gehen wir mal zum Milchbaum. Nein, wir gehen mal zum Milchbaum, genau. Milchbaum ist nämlich richtig cool. Ein richtig cooles Thema. Ah, das ist noch nicht, die ist noch nicht an. Dann gehen wir zu Annie the Duck. Annie the Duck ist auch cool.
Nun hat sie Ende der Tag. Ah, die macht gerade so ein Dings. Gnu spielt gerade, genau. Wir gehen zu Gnu schnell. Mal schauen, ob wir zu der überhaupt raiden dürfen. Weil man darf ja nicht zu jedem raiden irgendwie. Okay, da darf man den Team raiden. Dann probieren wir es für Maxify. Ich glaube, da darf man wahrscheinlich auch nicht hinraiden. Und darf man zu diesen großen Streamern nicht hinraiden? Weil es dann Werbung ist, oder was? Den muss man halt folgen, damit man mit dem reden kann. Aber folgt den einfach mal, der ist nett. Tschüss!